Ja, hallo und herzlich willkommen bei Tidigu TV. Mein Name ist Birgit und ich bin ein Medium der geistigen Welt und arbeite natürlich bei Tidigu auf der Line. Ja, meine lieben Zuschauer, ich habe heute ein Thema mal aufgegriffen, wo viele ja immer noch so ein bisschen den Respekt haben, und zwar die Trauer, Trauerarbeit, Abschied nehmen von einem geliebten Menschen. Oder auch Abschied nehmen von einem Tier. Hauptsache oder im Grunde genommen im Vordergrund steht jetzt erstmal der Mensch. Dieser Abschied, der so schmerzt, dieser Abschied, der einen wütend macht, dieser Abschied, wo man so enttäuscht ist. Dieses Thema möchte ich heute mal aufgreifen, weil es immer noch so ein bisschen so unter das Deckmäntelchen fällt. Es ist ja überhaupt keine Schande, wenn man einen geliebten Menschen verliert, ob man ihn jetzt eine Zeit lang begleitet, weil er krank ist, oder der plötzliche Tod, das plötzliche Gehen, wenn man sich da auch mal professionelle Hilfe sucht. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Trauer lebt jeder anders. Jeder geht mit Trauer anders um, was aber auch ja ganz normal ist. In dem Moment, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren oder eben natürlich sag's auch noch mal wirklich dazu, das Tier verlieren, es schmerzt. Es ist ein ungeheurer Schmerz in uns. Wir fühlen eine Leere. Wir haben auf einmal das Gefühl, um uns herum ist nichts mehr. Es ist ja auch nichts mehr so, wie es mal war. Jemand fehlt. Wer fehlt in der Runde? Es kann der geliebte Mann sein. Es kann ein Bruder sein, eine Schwester, die Mutter, Vater oder wie auch immer. Oder eben auch ein Kind, was man verliert. Es gibt ja viele, viele Ursachen, einmal durch Krankheit, einmal durch einen Unfall, all diese Sachen. Aber es ist meiner Meinung nach vollkommen egal, ob das jetzt plötzlich ist, ob man sich darauf einstellen kann oder. Der Schmerz ist da. Wenn es dann soweit ist, es ist ein ungeheurer Schmerz. Man hat in dem Moment wirklich das Gefühl, da zieht einem jemand ja, den Boden unter den Füßen weg. Deswegen ist wirklich mein Rat, diese professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie kann ich damit umgehen? Natürlich, auch wir Berater helfen da weiter. Aber manchmal sind auch uns dann die Hände gebunden. Ja, ich möchte einfach mal ein wenig von mir da erzählen, von meinem Schmerz. Wie habe ich den Schmerz empfunden und wie gehe ich als Medium mit der Trauer um? Weil es gibt ja zwei verschiedene Kategorien und das habe ich jetzt vor kurzem nochmal erfahren, als mein Bruder am 18.02. verstorben ist mit 56 Jahren. Auch plötzlich. Dieser Schmerz einmal spirituell als Medium oder eben Menschen, die jetzt nicht unbedingt mit der spirituellen Schiene oder mit dem Spirituellen etwas zu tun haben. Es ist wirklich, da kann man wirklich sagen, der eine trauert in sich und weiß jetzt nicht mehr, was ist jetzt los, was geht jetzt in uns ab, was ist mit der Familie und. Wir, die extrem, oder ich sage das wirklich so, extrem spirituell bin, ja, auch ich habe eine ganz schlimme Trauer. Ich trauere immer im Grunde genommen wirklich 3 Tage, ganz, ganz extrem. Und dann kann ich damit abschließen. Das heißt, ich kann damit umgehen, weil ich weiß, es ist der Körper, es ist die Hülle. Die Hülle, die begraben wird, die Hülle, die verbrannt wird. Das heißt, ich weiß, die Seele geht einen anderen Weg. Wir kommen aus dem Licht und wir gehen wieder ins Licht. Und das ist das, womit ich dann anders umgehen kann. Als damals, da war ich gerade Anfang 20, mein Vater von jetzt auf gleich ins Licht gegangen ist. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, für mich bricht eine Welt zusammen.
Ich dachte selber, ich gehe jetzt auf die Brücke, ohne meinen Vater zu lieben. Ich habe meinen Vater abgöttisch geliebt. Also das war toll. Ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit. Und dann den Vater zu verlieren in einem Alter mit 20, wo man geplant hat zu heiraten, wo man vielleicht auch geplant hat, eine Familie zu gründen. Das sind ja immer so wichtige Punkte im Leben, die man eben mit jemandem teilen möchte, der einem sehr am Herzen liegt. Es ist auch egal, ob man jetzt Kontakt zu dem Vater hat oder Kontakt zur Mutter hat oder. Wenn die irgendwann mal ins Licht zurückgehen, auch das schmerzt. Wenn ein Mensch einem sehr, sehr nahe steht, das ist ganz klar. In dem Moment fällt wirklich alles in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und da ist wirklich jeder gefragt in sich, indem man sagt, wie gehe ich mit der Trauer um? Schließe ich mich 3 Tage ein? Möchte ich nichts hören, nichts sehen, nicht sprechen? Oder möchte ich sofort rausgehen und sprechen darüber? Möchte ich mir sofort eine Gruppe suchen? Ganz, ganz viele Bestattungsunternehmen begleiten ja ganz viele Menschen auch wirklich dann noch zur Trauerarbeit oder dass man wirklich da Gleichgesinnte in dem Moment trifft. Natürlich versteht immer jemand besser, der einen Menschen schon verloren hat, wie man sich in dem Moment fühlt. Für mich war es eine sehr, sehr emotionale Geschichte, als mein Bruder gestorben ist mit 56 Jahren. Da steht dann die Mutter, meine Mutter ist 80 Jahre alt, die steht dann. Und was empfindet die Mutter auf einmal, wenn sie ihr Kind zu Grabe trägt? Diese Emotionen, was da in einem hochgeht, was da auch wirklich in einem losgelöst wird. Man sollte, das kann ich nur wirklich aus eigener Erfahrung mitteilen oder euch auch mit auf den Weg geben, man sollte da wirklich drüber sprechen. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, zur Trauer, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber schaut euch im Grunde genommen dieses Thema auch an, die Trauer. Ja, wir Medialen, das möchte ich einfach noch mal rausstellen. Ich weiß, dass die Seele ins Licht geht. Und ich weiß, dass auch ich irgendwann, ja, im Grunde genommen wirklich dieses Gottesgeschenk bekomme, dass ich mit meinem Bruder im Licht kommunizieren kann. Das ist etwas Wunderbares. Ein Medium kann das. Mediale Menschen, die sich auch vielleicht spezialisiert haben auf Jenseitskontakte. Ja, auch da, es geht. Aber auch diese Seele braucht eine Zeit, weil diese Seele geht auf die Reise. So sage ich es immer. Diese Seele geht auf die Reise und geht wieder ins Licht zurück. Menschen, die jetzt da nicht dieses Denken haben, ja, okay, die Seele verlässt den Körper, die haben es natürlich wirklich in dem Moment sehr, sehr schmerzvoll oder auch einen längeren Weg vor sich. Weil man hat eine ganz, ganz andere Trauer, die man in sich trägt. Man kann mit dem Tod, mit dem Jetzt auf gleich ist jemand weg, nicht umgehen. Was auch ein guter Tipp ist, all denen, die vielleicht nicht so gut damit umgehen können, schreibt demjenigen noch einen Brief. Schreibt demjenigen noch das auf, was ihr eigentlich immer mal sagen wolltet. Teilt eure Gefühle mit, teilt es alles mit. Und dann nehmt ihr diesen Brief wirklich mit zum Grab, wenn jetzt jemand ganz normal beigesetzt wird oder eben auch in einem Urnengrab. Gebt diesen Brief in das Grab mit. Gebt diese letzte Botschaft aus dem Herzen heraus, gebt sie mit. Schreibt alles da nochmal auf, auch das, was man wirklich mal loswerden wollte im Laufe eines Lebens und vielleicht nicht dran gedacht hat, nicht zugekommen ist oder weil der Kontakt eben nicht so war. Schreibt es alles mal auf, liebevoll einen Umschlag und gebt es wirklich als letzten Gruß mit ins Grab. Das hilft. Es hilft sehr, sich auch selber zu befreien.
Ja, die Seele geht ins Licht, die Seele, mit der können wir später kommunizieren. Es ist ein wirklich heikles und es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Auch, was ich ja eben schon mal gesagt habe, von wegen, wenn wir auch ein Tier verlieren, auch da ist die Trauer natürlich, die Freude ist weg, es fehlt jemand, was ja auch alles ganz, ganz klar ist. In einer Familie, wenn jetzt ein Vater durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wird, von jetzt auf gleich, da fehlt jemand. Das muss erst wieder neu organisiert werden. Die Trauer ist da. Die Kinder sind vielleicht noch klein, die Kinder sind da. Aber derjenige hat ja wirklich ein Loch gelassen. Anders kann man es gar nicht sagen. Da fehlt jemand. Ihr merkt auch mir, natürlich, dieses Thema, weil ich ja eben vor kurzem meinen Bruder ja, begraben musste, ich sage das mal so, verloren habe, auch mir ist da manchmal wirklich ein Kloß im Hals noch, weil so ein Thema geht auch nicht an uns spurlos vorbei. Auch wenn wir eine andere Denkweise haben durch das Spirituelle. Wir wissen, dass wir uns irgendwann oben alle wiedersehen. Ich weiß, dass ich eben mit meinem Bruder kommunizieren kann oder mein Vater war eine Zeit lang mein Geistführer. Bei uns in der Familie ist es schon eine heikle Konstellation. Die Männer, ich sage das wirklich jetzt mal mit hier einem leichten, makaberen Witz, verlassen uns immer von jetzt auf gleich. Mein Vater ganz plötzlich mit 59 Jahren fuhr zur Arbeit, kam nicht mehr wieder. Mein erster Mann durch einen Motorradunfall auch von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen. Mein Bruder hatte zwar eine Krankheit, aber trotzdem von jetzt auf gleich. Durch einen Hustenanfall ist das Ganze ausgelöst worden, passiert. Es hört sich vielleicht für den einen oder anderen verrückt an. Für diese Seelen ist es etwas Wunderbares. Sie mussten nicht leiden. Sie brauchten keinen langen Weg. Sie konnten sofort ihre Reise antreten. Die Menschen, die leiden müssen durch eine Krankheit, die dann in dem Moment oft nicht loslassen können, weil sie ja auch noch vieles bereinigen wollen, vieles noch mitteilen möchten, ist es ganz schmerzhaft, diesen Weg zu erleben und zu wissen, man geht jeden Tag ein Stück näher an den Tod. Wir sagen oft, die gehen ins Licht. Die andere Kategorie, ich sage das einfach jetzt mal salopp so, die sagt dann, der stirbt, er ist tot. Natürlich, schmerzhaft ist alles. Wir begraben hier unten die Hülle. Die Seele lebt weiter. Und die Seele lebt auch in unserem Herzen weiter. Und auch das ist ein Geschenk. Immer diese schönen Erinnerungen im Herzen in sich tragen zu können. Das ist etwas, ja, was wir lernen können, zum Beispiel diese Leichtigkeit, damit umzugehen, wo ich wirklich meinen Hut abziehe vor den Menschen, die in einem Hospiz arbeiten. Das ist für mich etwas, sowas auch ein Geschenk, dass es diese Menschen gibt, die wirklich in einem Hospiz, ob es jetzt mit Kindern ein Hospiz ist oder mit anderen älteren Menschen ein Hospiz ist, eine ganz, ganz tolle Aufgabe, die diese Menschen dort leisten. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Diese Arbeit dort zu verrichten, diese Menschen vielleicht auch nur kurzzeitig kennenzulernen, sie auf dem letzten Gang begleiten zu dürfen und vielleicht innerhalb von einer Woche oder von einem halben Jahr zu verlieren, das zollt mir großen Respekt und ja, das ist eine Arbeit, dafür muss man wirklich auch hier geboren werden. Ja, dieses Thema, wie gesagt, ich möchte auch wirklich jedem ans Herz legen. Eine Trauer sollte man wirklich ausleben. Man sollte, wie gesagt, man sollte darüber sprechen
Oder der eine macht Sport, was natürlich wirklich fatal ist, wenn man dann in eine Sucht abrutscht, in eine Sucht, sei es jetzt Drogen oder sei es eben Alkoholmissbrauch. Das ist nicht die richtige Lösung und auch nicht der richtige Weg. Wir selber trauern und oftmals führen wir auch selbst dann nochmal Gespräche mit uns im Inneren. Wir erinnern uns an eine bestimmte Geschichte oder wir erinnern uns an diesen Menschen, was er da und da mal gesagt hat. Das sind natürlich alles solche Themen, die einem dann von der Emotion her wirklich in die Erinnerung kommen. Und das ist ja auch etwas Wunderbares. Mir kam als erstes in die Erinnerung, als mein Bruder verstorben war, dass er mir als Kind immer meinen Bananenbrei weggegessen hat. Also es kam mir sofort in die Erinnerung. Und diese schönen Geschichten. Man ist ja als Kind extrem verbunden mit den Geschwistern und dann kommen einem natürlich solche Geschichten hoch. Oder dass die mir aus Lego, meine Brüder haben mir aus Lego, haben die mir ein Barbie-Auto damals, ist ja schon ein paar Tage her, aus Lego ein Barbie-Auto gebaut für eben meine Barbie-Puppen und für den Ken. Das sind so Geschichten, die fallen einem dann ein und das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen und da sollte man wirklich sich im Grunde genommen immer wieder dran erinnern. Wenn ihr jetzt ein Thema habt, wo jetzt kein Kontakt mehr ist, wo jetzt die Mutter verstorben ist oder der Vater oder eben auch Geschwister oder, und ihr hattet da keinen Kontakt mehr. Auch da kann ich wirklich nur empfehlen, schreibt auch da einen Brief und erweist wirklich den letzten Gang, wenn ihr es dann erfahrt, wirklich zum Grab. Ja, meine Lieben, ich möchte euch zum Schluss hier wirklich mit auf den Weg geben. Wenn ihr professionelle Hilfe dann in Anspruch nehmt, schämt euch nicht dafür. Das ist vollkommen in Ordnung, denn jeder verarbeitet seine Trauer auf eine andere Weise. Es gibt da kein Konzept. Man muss nur in dieses Thema reingehen und sich wirklich diesem Thema annehmen, sich mit diesem Thema wirklich Abschied nehmen, auseinandersetzen. Ja, und ich möchte euch hier nochmal kurz vorlesen, ein Text, den ich gechannelt habe, als mein Bruder ins Licht gegangen ist. Von den Engeln getragen, von der Mutter geliebt und vom Vater gestärkt, so kamst du vor 56 Jahren hier an. Nun wirst du von den Engeln getragen auf deiner Reise ins Licht. Dein Vater gibt dir die Stärke und begrüßt dich im Licht. Deine Mutter liebt dich und trägt dich im Herzen. Diesen Text habe ich gechannelt für meinen verstorbenen Bruder und den wollte ich euch mit auf den Weg geben. Also wir werden getragen aus der geistigen Welt. Auch dort auf die Reise ins Licht sind wir niemals alleine. Es sind ganz, ganz viele Engel, ganz, ganz viele Lichtwesen um uns. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt oder wie kann ich jetzt meinen Weg weitergehen, wie kann ich mit der Trauer umgehen, auch da stehen wir Berater gerne zur Verfügung und wir Berater scheuen uns auch nicht dann zu sagen, bitte nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Ja, meine Lieben, das war mein Thema, mein Talk heute. Abschied nehmen von einem geliebten Menschen oder auch einem geliebten Tier. Mein Name ist Birgit und ich wünsche euch jetzt trotz alledem, trotz diesem Thema, einen schönen Tag und noch eine wundervolle Woche. Vielen Dank, liebe Zuschauer.